Vergangenen Freitag wurde sie offiziell eröffnet. Die neue Polizeiinspektion der Stadtgemeinde Pressbaum. Eröffnet wurde die neue Unterkunft mit modernsten Einrichtungen durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Innenminister Gerhard Karner. Die neue Unterkunft liegt verkehrstechnisch günstig gleich neben der Autobahnabfahrt, hat eine Gesamtnutzfläche von 365 Quadratmetern und besteht unter anderem aus einer Sicherheitsschleuse, einem Parteienraum, aus Kanzleien, Umkleideräumen, Nassgruppen und einem Sozialraum. Das Projekt machte notwendig, dass nach der Zusammenlegung der beiden Dienststellen Dulnerbach und Pressbaum es so war, dass uns einfach im Rathaus räumlich Grenzen gesetzt waren, die einfach nicht mehr zu überwinden waren. Und es war auch nicht mehr möglich, dort eine technisch den modernen Ansprüchen erforderliche Dienststelle zu integrieren in das Rathaus. Pressbaum ist gewachsen und unsere Polizeiinspektion war bisher im Rathaus untergebracht. Und nachdem das zu klein wurde, hatte man jetzt schon längere Zeit einen neuen Standort, eine neue Örtlichkeit gesucht und hat die schließlich hier gefunden. Wir sind sehr froh, dass das Projekt jetzt abgeschlossen ist, mit Hilfe des Innenministeriums, mit Hilfe des Landes, der Landespolizei. Und ich glaube, alle sind recht glücklich, dass es so gut gelungen ist. Wir haben in Niederösterreich viele sehr, sehr gut ausgestattete Dienststellen. Bei einigen müssen wir noch nachholen. Vor allem ist ganz wesentlich, dass sie derzeit barrierefrei sind und am letzten Stand der Technik. Und das ist für die Motivation, fürs Klima der Polizistinnen und Polizisten, aber auch die Menschen, die zu uns auf die Dienststelle kommen, sicher wesentlich angenehmer, wenn sie einen wunderbaren Rahmen finden, eine wunderschöne Unterkunft am letzten Stand der Technik. Ausschlaggebend war zunächst, weil hier eine Widmung vorlag für öffentliche Einrichtungen auf diesem Grundstück, dass sich der Grundstückbesitzer bereit erklärt hat, hier eine Polizeiinspektion zu errichten. Und weil wir auch hier Parkplätze zur Verfügung stellen können, sodass auch bei größeren Polizeieinsätzen hier kein Mangel herrscht. Und sie ist an dieser Örtlichkeit auch sehr gut wahrnehmbar. Wir haben eine sehr große Frequenz auf der Bundesstraße und die Bürger und Bürgerinnen werden das natürlich dann auch nutzen, um hier ihre Sachen zu erledigen. Die Polizei sei eine tragende Säule der Sicherheitsfamilie Niederösterreich, meinte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Polizei, Rotes Kreuz, Samariterbund, Bundesheer und Zivilschutzverband würden auf das engste zusammenarbeiten. Also es ist unumgänglich, dass wir gemeinsam arbeiten. Das machen wir schon seit vielen, vielen Jahren. Vor allem, wir kennen einander persönlich, die Verantwortungsträger. Wir können auch persönlich gut miteinander. Und das wirkt sich dann auch im Dienstlichen aus, wenn wir bei Einsätzen oder wo auch immer zusammenkommen, dass wir uns auf Zuruf verständigen können und daher immer nach guten Lösungen suchen und sie auch finden. Es ist so, dass wir als Gemeinde auch Aufgaben des Bundes und des Landes haben in mittelbarer Bundes- und Landesverwaltung. Wenn aber Exekutive erforderlich ist, so haben wir keine Exekutivgewalt und greifen dann immer auf die örtliche Polizei zurück. Das hat immer hervorragend auch funktioniert und darüber hinaus nimmt natürlich die örtliche Polizei andere Kompetenzen wie etwa den Straßenverkehr und den Kriminaldienst im Bereich des Strafrechts wahr. Bundesminister Gerhard Karner betonte, die Polizistinnen und Polizisten leisten eine professionelle Arbeit. Gerade im Sicherheitsbereich seien die Aufgaben sehr unterschiedlich und sie haben sich in den letzten Monaten und Jahren auch verändert. Die Polizei, die Exekutive in Niederösterreich, sie leistet hervorragende Arbeit und damit sie das tun kann, ist auch wichtig, dass die Ausrüstung passt. Das sind die Autos, die Polizeiautos, das ist letztendlich auch die Uniform, die sie tragen. Auch das ist wichtig, dass das etwas Sicheres ist, was Modernes ist, aber natürlich auch das Haus, in dem sie arbeiten, in dem sie Dienst verrichten. Und da bin ich sehr froh, dass wir heute diese neue Polizeiinspektion in Pressbaum eröffnen konnten. Es hat einige Zeit gedauert. Die Kolleginnen und Kollegen sind ja bereits Ende letzten Jahres eingezogen, am 6. Dezember, aber jetzt auch die feierliche Eröffnung, die Segnung und auch mit der Landeshauptfrau gemeinsam haben wir heute einen sehr schönen Festakt verbracht. Landespolizeidirektor Franz Popp meinte, es gebe laut Statistik einen stetigen Rückgang im Bereich der Kriminalität und im Gegenzug eine immer höhere Aufklärungsquote. Sicherheit ist, glaube ich, ein sehr hohes Gut. Sicherheit im weitesten Sinne, da gehört natürlich auch die Gesundheit und verschiedenes andere dazu, aber die öffentliche Sicherheit ist ganz wesentlich. Wir genießen Gott sei Dank als Polizei ein sehr hohes Vertrauen in der Bevölkerung. Das hat auch in der Pandemiezeit, wie wir es Umfragen wissen, nicht gelitten. Und da bin ich guter Dinge, dass das so gut weitergeht. Die Sicherheit ist für jeden Menschen natürlich wichtig und man möchte in einem sicheren Land leben. Gerade in so unsicheren Zeiten, wie wir sie jetzt wieder erleben, glaube ich, ist die österreichische Exekutive ein Garant für
ein sicheres Leben und für ein gutes Leben in Österreich. Sicher, das ist wohl eines der elementaren Grundbedürfnisse, die von der Bevölkerung auch gewünscht wird, zu Recht natürlich. Es geht um das unmittelbare Umfeld, Sicherheit für die Familie, für Freunde. Und die Polizei leistet hier einen exzellenten Job. Gerade in Österreich, in Niederösterreich wissen wir, dass die Kriminalstatistik Gott sei Dank eine gute ist. Aber wir haben auch schwierige Bereiche. Schlepperkriminalität, Cyberkriminalität, das sind Bereiche, wo wir ganz besondere Anstrengungen unternehmen müssen. Und das werden wir tun.